Hello, welcome to Radio Yo. This is Radio Yo International. For further information, contact www.radioyo.de. Radio Yo International. Radio Yo is for all children. Radio Yo is worldwide. You can listen it in internet. Jetzt stellen wir euch und den Kindern in Berlin und den Politikern und vor, was wir hier eigentlich die ganze Zeit so machen. Und nämlich internationale Projekte mit Kindern in Deutschland und Kindern in anderen Ländern. Also ihr seid unsere Gäste und wir freuen uns auf euch und sprechen mit euch gleich nochmal ausführlich. Genau, also ich bin Nicole, ich bin zuständig für die Serie Wir entdecken die Welt, We Discover the World. Machen wir jetzt seit 3 Jahren. Und dieses Jahr haben 5 Schulen mitgemacht, 4 aus Berlin und eine, herzlich willkommen, aus Hamburg. Mitgemacht hat die Märkische Grundschule. Serge auf die Bühne, der ist auch maßgeblich daran beteiligt gewesen. Serge aus Haiti. Und das ging um Haiti, ne? Es ging darum, und das ganze Ding spielte auch noch in welcher Sprache? Warum Französisch? Genau, das hat sehr gut gepasst. Ne? Und ihr sprecht auch Französisch, weil wir so eine Europaschule haben, Französisch. Ja. Und ihr habt das super gemacht. Und wir haben ja gerade gesagt, es gibt einen Preis heute. Und da wollen wir natürlich auch vorstellen, wofür es den gibt. Und ihr seid eigentlich diejenigen, wofür wir den Preis bekommen. Ihr seid daran beteiligt, durch eure Arbeit. Euer Preis. Ist das euer Preis? Es geht weiter mit der legendären Hanna-Hütt-Grundschule aus dem schönen Reinickendorf. Applaus, Applaus, Applaus! Könnt ihr euch noch erinnern? Ist schon eine Weile her. Ja. Wisst ihr noch, mit wem wir da gesprochen haben? Hier, da hinten? Ja? Thailand. Und worüber haben wir gesprochen? Kinderrechte. Die machen Radio mit Mädchen. Da geht es um ein ziemlich krasses Thema, nämlich so Ausbeutung von Mädchen und Mädchenhandel und lauter solche Sachen. Also ein ziemlich hartes Thema. Und da sieht man mal, wie wichtig Kinderrechte sind. Das ist also nicht nur Jux und Dollerei, was wir hier machen, sondern da geht es richtig um Schicksale von Menschen. So, als nächstes haben wir eine Gruppe aus Hamburg und Berlin mitgebracht. Und die kommen jetzt Guck mal hier, das habt ihr gemacht. Und das ist ein Ding, wir haben mit Tarek gesprochen, der macht in einem Flüchtlingslager in Syrien Capoeira, also einen brasilianischen Tanz in Syrien, Wahnsinn. Radio Yo in America, Radio Yo in Afrika. Ein anderes, was wichtig ist, wo wir stolz drauf sind, ist das südliche Afrika. Und da haben wir zusammengearbeitet mit dem legendären Fit Club. Über was haben wir da gesprochen, wisst ihr das noch? Über AIDS. Ja, haben wir auch gemacht. AIDS ist da ein Riesenthema, ne? Tötet nach wie vor viele, viele tausend Kids. So, und als letztes, da bin ich besonders froh, dass die da sind, und zwar von der Elbinselschule in Hamburg, Selma, Tanna, Burak und Osman, bitte auf die Bühne. Gerade erst angereist, Selma und Tanna. Die Familie von den beiden hat einen Verein, der eine Schule aufgebaut hat in Pakistan. Und mit der Schule haben wir auch geskypt. Ne? Die Schule wird von euch unterstützt, von eurem Verein. Das macht eure Familie. Das ist unten noch weiter auf der Seite drauf, wie der Verein heißt. Da könnt ihr gerne mal reinklicken. Und eure Sendung ist noch nicht ganz fertig, weil ihr so spät dran wart mit eurem Workshop. Ihr kriegt aber schon mal das hier. Ja? Und die Sendung kommt noch vor Nikolaus. Versprochen? Okay. Ich habe aber noch ein Foto. Ein Applaus. Okay, ein herzliches Willkommen in die Mongolei. Schön, dass ihr dabei seid heute. Welche Unterschiede hat deutsches Bildungssystem im Vergleich mit anderen Ländern? Also, es gibt viele Länder, die ein gutes Bildungssystem haben, und dazu gehören wir in Deutschland sicherlich mit dazu. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, wenn man das mit anderen Ländern auf der Welt vergleicht, dass wir ein Bildungssystem haben, wo jedes Kind Bildung bekommt und jedes Kind in einen Kindergarten gehen kann, jedes Kind in die Schule gehen kann und auch muss. Wir haben ja eine Schulpflicht in Deutschland. Ihr habt das auch in der Mongolei, wie ich weiß.
Aber es gibt Länder, da gibt es entweder keine Schulpflicht oder aber sie wird nicht wirklich umgesetzt und gelebt. Und Kinder müssen beispielsweise arbeiten, anstatt in die Schule gehen zu können und zu lernen. Was ist das für ein Preis und was war die ursprüngliche Idee dafür? Ja, das ist ein Wettbewerb, der heißt Ideen für die Bildungsrepublik. Fragt ihr euch vielleicht, was ist denn die Bildungsrepublik? Und das ist für uns ein Land, in dem alle Kinder, alle jungen Leute, aber durchaus auch die Erwachsenen lernen können, in der Schule lernen können, im Kindergarten lernen können, aber auch später im Leben. Und wir wollen gute Ideen mit diesem Wettbewerb finden, wie man auch außerhalb der Schule lernen kann, wie man auf neue Ideen kommen kann und so klasse Sachen machen kann, wie ihr mit dem Radio Jojo. Ciao, ciao, ciao.